jeden C2 steckt ein Pfiffi, um die Schadstoffe aus den Abgasen rauszuziehen. Aus dem. So wird das gefiltert. Aus den. Yatag.exe has stopped running. Please restart your system. Ja, die Informatiker-Ein-Aus-Methode finde ich gut. Ja, wobei die Windows 10 ist cooler. No, der ist aber so traurig. Trauer-Smiley. Der traurige Windows 10-Smiley. Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Echt? Ah. Ja, und Anno würde jetzt sagen, wenn das unbekannt ist, warum sind die anderen dann bekannt und trotzdem noch da? Nein, oder er würde sagen, es ist sehr beruhigend, dass die anderen Fehler erwartet waren. Ja, genau, stimmt. Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Ja, es ist sehr beruhigend zu wissen, dass die anderen Fehler erwartet sind. Ja, aber wer schreibt den unerwarteter Fehler in seinen Quellcode? Also ich Microsoft. Nicht so Microsoft schreibt es beim Bluescreen, sondern kriegst du einen QR-Code. Wenn du was den einscannst, dann kommst du auf eine Hilfeseite. Da steht dann, ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Fehler keine Lösung anzubieten. Oder ein unerwarteter Fehler. 1-2. Ja. Nee, nicht mal. Aber da steht, bei diesem Fehler erhalten Sie einen blauen Bildschirm. Sie können nicht, Ihr Desktop wird nicht normal geladen. Dieser Fehler nennt sich Bluescreen-Fehler. Nee. So, mögliche Optionen, die Sie jetzt durchführen können. Hardware entfernen, Software entfernen. Alles in den Müll schmeißen. Weiß ich nicht, irgendwie noch eine dritte Option. Windows entfernen wäre dann auch noch eine Option. Genau, Zusatzsoftware deinstallieren. Aber das geht nicht, wenn du eine Endlosschleife mit Bluescreen hast, dann kannst du keine Zusatzsoftware mehr deinstallieren. Die Amerikaner und Engländer haben das Ding ja BSOD genannt. Bluescreen of Death. Ja, der bei Microsofts Windows 98 Präsentation sogar direkt bei der Präsentation des Betriebssystems sich erstmal vorbereitet. Ich muss rüber. Und warum hat die Stimme aus dem Off jetzt gerade so gesagt? Das war ich, weil ich gebremst habe. Nein, ich meine vorhin, als ich sagte, mit dem Pfiffi im Motorraum NSC 2. Der arme Pfiffi. Ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee fand oder eine schlechte. Also ich hörte nur... Zitat, ich fand es süß. Was du alles hörst, ey. Ja, der hat voll die Premium-Kopfhörer hier. Und Ohren. Weiß ich höre nicht mal Jonas Lenkrad rumschlagen, aber eher so, oh ja, in 10 Kilometern Entfernung ist ein Sack Reis umgefallen. Oh, ja. Ja. In Karlsruhe bündelt gerade eine Bahn. Ja, genau. Und der Nachbar vom Josh puppelt sich in der Nase. Ja, da kommt gerade ein rotes Auto. Gegen die Einbahnstraße. Hinter euch gefahren, so. Ja, nee, das kommt jetzt nicht vorbei. Wie ich am Dienstag sagte, ja, ich höre ja mit meinen Kopfhörern alles. Ich weiß nicht, Carsten und James erinnern sich bestimmt. Ist der denn an mir vorbeigekommen? Ich sagte, also entweder schreit gerade das Kind oder meine Nachbarin wird durchgezogen. Das war das Kind. Was? Was ich nur neulich mal gehört habe, ich weiß nicht, ob das... Ich habe irgendwann erzählt, also ich weiß nicht, ob das ein Kind war, was geschrien hat. Müssen wir ja abfahren, Carsten? Das weiß ich noch nicht. Oder eine Katze. Ach so, Kind und Katze, ja, das sind sich sehr ähnlich. Ja, wir müssen abfahren. Was? Ach nee. Von mir überhole ich dann noch. Ja, nee, würde ich nicht, weil vor mir ist auch noch einer. Ja, da komm ich auch noch vorbei. Ja, dann komm vor mich rein hier. Nee, wenn er mal ein bisschen schneller, bitte. Ja, ich dachte, hinter dir reinziehen kann. Ja, was denn jetzt? Ihr drängelt hier alle und überholt und solche Sachen. Nein, ich wollte hinter dir reinziehen. Ja, ja, komm, ey. I tell you to Mufasa. Was hat Mufasa damit zu tun? Bremse. Ja, ich sag, das ist so komisch. You are very slow. I ask you to Mufasa. Ja, ey, so geil hier die Leute wieder. Ich kann aber heute nicht mehr sprechen. Nee. Ich konnte noch nicht sprechen. Ja, komm, dann fahr. Heute kann ich noch weniger sprechen. James? Ja? Du holst sehr weit aus. Ja, weil der Carsten noch neben mir war. Wen willst du schlagen? Ich wollte den Carsten nicht rammen. Der wollte mich nicht rammen. Hinter uns ist noch wer. Wer ist das denn? Jemand von uns. Da stehen zwei Blaupunkt, die bauen Fernseher und Radios. Ja, und Funkgeräte. Auch, ja. So, den haben wir dann schon mal überholt. Dann kommt James, du müsstest momentan in Dortmund Bus fahren. Warum? Weil die 2016er Line Cities die ersten Fahrzeuge waren, die neuen Kassen bekommen haben. Und deswegen fahren die momentan nur rum. Ja, fahr doch in der Mitte der Straße, du Vollidiot. Also die nehmen jetzt alle Busse, haben die jetzt aus dem Verkehr gezogen, außer die, also was heißt alle Busse? So viele Busse, wie sie halt brauchen, sind auf Linie. Aber die meisten davon haben schon das neue Kassensystem, weil die damit bestellt wurden. Ja. Aha. Mhm. Also wenn du momentan Line City Euro 6 fahren wolltest, komm nach Norden. Da fährt definitiv einer rum.
Was? Oh, disable your beacons? Remember to disable Schinkenspeck. Abbiegen! Oh, du bremst zu so schnell! Ich Wer bremse ganz so gemütlich. Der Josh. Ich bremse Josh, ganz gemütlich. Oh. Ich habe die Bremse angepustet. Mit meinem steifen Atem. Hier war wieder so ein, wie nennt man das? Konto. Alter! Entschuldigung, der vor mir ist stehen geblieben. Well. I have you gebummt. Joshi. And I have a pen. What have you the, for the problem da? I have an Edison Getriebe. Oh no. Look at that. But what I have a very strong Scania Motor in me. Ah, okay. In me. He lives in you. Yes, and he makes the 450s work for me. 450? No, these are 650s because of... Nein, ich wollte nur wegen Euro 6, wollte ich eigentlich den Witz über 650s machen. Für jede Euro-Norm kam ein Fifi dazu. Oh. Er macht Sex mit dir. Mann, das ist mir so rausgerutscht. Josh. Ja, solange ich nicht reingerutscht sage, passt's doch, oder? Ja, genau. So ist es aber, wenn man sich in irgendwas reinredet, wo man gar nicht sich reinreden möchte und sich dann trotzdem mal wieder tiefer reinredet. Ja, tiefer. Reinredet. Ich bin da ein Experte drin. Ganz tief reinredet, Julian. Ja, ich bin da Experte im Verhaspeln und in tief reinreden. Ja. Das schaffe ich nicht. Nee, das schafft er nicht. Oder überholt jemand. Mathe. Da kommt Gegenverkehr, da kommt Gegenverkehr. Ja, ihr seid so schön weit vorne, ne? Sagt mir doch einfach mal Bescheid, wenn Gegenverkehr kommt. Ich würde gerne diesen D-Deck CZ überholen. Ey, da fährt da noch schlimmere Schlangenlinien als ich vorher. So, ja, einer? Kommt da jetzt gerade noch einer? Da war ein Auto und ein LKW. Das Auto steht da. Ah, jetzt muss ich schon wieder bremsen wegen dem Auto. So, jetzt kommt ganz lange nix. Doppelt durchgezogene Linie. Dann kommen mehrere. Was war das denn? Alter, der war voll auf meiner Spur. Reportet mal den ersten, der euch entgegenkommt. Guck mal, hier ist allererste. Hier ist einer genau vor meiner Nase gespawnt. Ich hab den Namen nicht gesehen. Ich hab grad mein Mikrofon geschlagen. Ah, er hat die Kontrolle verloren. Am Arsch, der zweite doch auch, der Penner. Achtung, rotes Auto von hinten überholt. Oh, zufällig hängen im gleichen Internet, Mami. Dieser US-Marshmallow hier, der ist genau vor mir. Der war noch gar nicht da, da habe ich den schon gerammt. Ja, der lenkt mit einem Marshmallow wahrscheinlich. So Controller, nö. Ich knallt auf so einem Marshmallow rum. Oh Gott, ich... Jetzt mein LKW kaputt. Alter! Oh, meiner ist auch kaputt, Mann. Vorsicht, Julian. Du fährst nicht rückwärts, Auto. Meiner ist auch kaputt, mein LKW. Nee, warum bist du hier drauf gezimmert? Das Auto liegt, das fährt nirgendwo mehr. Dem, der hinter dir war. Das ist auch gerade gemeint. Der hinter dir war. Gut, was los hier war. Ja, Landstraße ist irgendwie ein Garant für viel los. Ja, da stehen irgendwelche, ne, in der Kurve. Ja, die fahren nur sehr gemütlich. Ja, bisschen, oh ne, der steht fast, der macht Warnblinker. Oh. Steht ein grünes Auto. Düter, der fährt schon mal vorbei, da. Ja, hier ist wieder los. Gegenverkehr. Achtung, Gegenverkehr. Ja, Gegenverkehr. Aus Moskau, kommt, Moskau. Und noch zwei Gegenverkehr, genau. Alter! Bleib doch mal auf deiner fucking Spur, Mann! Dritter Gegenverkehr? Ne, der steht da. Also nix, dritter Gegenverkehr. Oh, hier ist ein Fahrradstreifen. Du Carsten, du als Mac-Bauer. Wie extrem hat man gehört, dass ich mein Mikrofon geschlagen habe? War schon gar nicht? Gar nicht. Ich hab weggeboxt. Das hing gerade komplett daneben. Ja, du hast auch die Chinesen. So, ich hab mich an dem US-Marshmallow mal gerecht. Oh, da liegt ein pinkes Auto auf dem Dach. Ah, da bist du. Ja, da bin ich. Süß. Da kann ich schon ein bisschen gemütlicher fahren. Also die Autos, die sind schon etwas nervig, ne? Ja, ein bisschen inkompetent auch so. Also und ziemlich dezent. Nervig. Und sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Oh, sehr, sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Sehr penetrant. Oh, ja, so wie zu dem Thema. Genau, den meinte ich. Den Peter? Hm. Was? Ah, der ist vorhin an mir vorbeigefahren. Das ist das rote Auto, was der Julian ankündigt. Ja, genau, das rote Auto. Der Peter ist ein Netter. Nee. Doch, der Bus nicht, nicht der mit nicht dem, so nicht der mit dem Ding, ja, mit dem Axon. Axon. Axon auf den Namen. Also der Peter. Gerade oder war es ein Peter? Nee, Peter. Gerade das da vorne, einmal noch geradeaus. Geradeaus. Ja, immer noch Peter. Oh, ist das schön, da hat die Gaudi. Dicke Peter. Der dicke Bitter. Der hängt im Kölner Dom. Und ruft an Gewitter. Bitter Gewitter. Also mit den Sonneneffekten ist schon geil, ne? Ja, es ist schon schön. Ja, es ist schon schön. Sind ja. wir in den Niederlanden? Aber on the road ist schon viel geiler. Nein, wir sind in Belgien. Definitiv. Vor allem ist das Fahrverhalten von on the road auch viel geiler.
Definitiv, viel realistischer. Viel realistischer. Guck mal, da vorne also, seid ihr ja. Ich meine, mit so einem Controller steuert sich ein Truck viel realistischer als mit einem Lenkrad. Ja, sowieso. Immer. Ja, immer. Seid ihr irgendwo abgebogen? Ich würde nicht immer holen. Nee, geradeaus. Hab ich gerade gesehen. Oder das nee, der steht. Aber da ist da noch stehen einer. So viele. Die stehen auch. Ah, der ist weg. Ja, der ist bräuchte aber meine Werkstatt. Ich ja, auch. Irgendwann kommt mal eine. Ja, irgendwann kommt eine. Keine Werkstatt. Der Josh, der fährt immer so langsam. Ja, ich wollte mal ein bisschen so anständig fahren. Der bremst immer so und so. Oh, eine da kommt wieder ganz viel entgegen. Oh, there is so much traffic hier. Oh, it's so Traffic? Great. You'll love it. Oh, wie unsere Reeperbahn. Oh. It's so great, you'll love it. Oh. Yes, I do. Drive langsam because of the Kurve. Ach, eine End of so much traffic, der da schon wieder rumsteht. Die Pisser können auch nicht LKW fahren, ey. Kannst du es denn? Ja, ich fahre nicht in andere Reihen. Oh, oh. Ich halte mal Sicherheitsabstand. Ich wäre gerade bei der Umkehr. Josh, fährst du mal? Nee. Ach du Arschgesicht. Da stehen welche. Ja, ich versuche das zu entknäuen durch Abstand. Julian, Vorsicht. Gui. Der Jürgen hat eine GUI gebaut. Ja, ich bin gerade ordentlich gegen die Wand gefahren. Oh, der driving really great hier. Da gibt's doch irgendwo eine Stelle, wo man nur rechts abbiegen kann. Ach, gegen die Wand bist du gefahren? Gegen die Pfeile? Ja, dem alles gleiche wie Paint fast. Ja, ja. Das Entschuldigung. Vorsicht, Julian. Ja, jetzt ist mir das Auto hinten reingefahren. Wie haben wir noch letztens nach der Session gesagt? Wie hieß der nochmal? So einen Stau hast du nicht nochmal. Ja, also so wie letztes Mal war es halt nicht. Was ist da vor dir, Josh? Ey, du Vollpfosten! Ich hab den mal kurz reporten müssen. Der ist halt mit mir reingefahren. Ich hab das mal gemacht, ne? Was erkennst du da nicht, wenn du bremst nicht daran sind? Was ist daran nicht so gut. Schwer? Wie heißt eigentlich der Typ in dem blauen Auto, Julian, der genau vor dir steht? Ja, der steht und fährt nicht. Wie heißt denn der? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich kann das nicht lesen. Du fragst einen Blinden. Schreibt hier einer Noob. Sorry. Ey, bist du krank, Alter? Ah, ist voll viel los hier irgendwie. Also Landstraße da. Is great idea. Ja, so great. It's so great. The all other LKWs, they love it. Glaube ich zumindest. Was machen die da vorne schon wieder? Mandarinchen. Ne, die kommen alle entgegen. Och, Kinders. Ich fahr mal dann gemütlich. Ah, der Olli Cording und die sind alle unfreundlich, die grüßen nicht. Nee, aber die rekorden alle. Du Pissauto. Sorry. Kann doch sowas nicht mit mir machen. They do all apologize for what they do. Aber wieso dürfen die denn jetzt eigentlich alle ihre pisseligen Lappchen da auf die Autos machen? Verstehe ich auch nicht. Das ging am Anfang doch gar nicht. Ja. Hey, die grüßen echt alle nicht, diese Pisser. Follow me. Ah, follow me. Bling, bling! Oh Gott. Was ist denn hier los? Also ich bewahre mir aber das Blinken und Hupen mal für Meckern auf. Aber, Eb und Ob ist voll das genug. Oh. Alter, die Fahne, die hier eine Scheiße. Haben wir uns sogar gestern Abend überlegt, aber ich war nicht so motiviert. Ist voll das knuffige Spiel. Das steht auch schon wieder einer. James, was ist denn bei dir kaputt? Fährt es oder steht es? Es fährt langsam. Was ist mit überholen? Ah, ja. Da kommt einer von vorne. Grüner Punkt, ich bin wieder. Aber der hat geschrieben, Pisser fahrt noch langsamer. Mann! Achtung, Julian, sie stehen. Also, aber Hauptsache Zeit, Reck irgendwo hinzuschreiben, hat er dann. What's der, going er on auf. There? Er nimmt auf. Boah, ich auch! Ja, follow me. Ich nehme auch auf! Darf ich das auch in den Chat schreiben? Ja, mach mal. Follow me. Ja, du schreibst einfach youtube.com/c/IAR. Oh, Rack 2. Nee, IAR 11 war das, ne? War das 11? Rack. Oder 97? Auch. Rack auch, ja. Ja, da steht wieder jede Menge Leute am Rand, schön. Boah, der leckt aber wie Sau. Also der reckt nicht nur, der leckt. Ich würde sagen, fahr mal dran vorbei, versuchen wir es mal. Der leckt ja, aber jetzt ist mein Motor nee, aus. Nee, ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Da vorne ist wieder so ein Knäuel. Ich würde mal auf der Spur bleiben. Da kommt ja keiner entgegen. Oh, das sagst du. Ich habe was Dummes gemacht. Kommst du wieder nicht rein? Ja, habe ich gerade auch gemacht. Also, I will stay here in the row and waiting. Nein, wir fahren da jetzt dran vorbei. No, you won't do that.
Carsten? No, I won't. Ja, was denn? Ey! That. Warum fährst du mir in die Seite? Weil ich auf der Gegenspur bin, du Honk. Du warst hinter mir. Ich bin in der Botanik und vor dir gewesen. Nee, du warst in der Botanik. Ja, ja, dann fahr doch. Davon ist doch gar niemand. Ich kann nicht fahren. Fahr halt. Nee, Instant dann musst du jetzt rückwärts fahren. Instant Bahn, James Chakotay. Was denn? Ich recke. Ja. Oh, ich recke auch etwas. Höhe. Ja, genau. Hub und fahr noch näher drauf, du Arschloch. Julian, fahr mal rückwärts. Ach, hat da jemand was verdient? Ich fahr so viel weiter, wie ich kann.